Hey Leute, Bali, willkommen zu einer neuen Folge von Rocket League. Heute ist es endlich soweit, denn heute machen wir endlich die Hai-Folge. Das heißt, wir spielen heute mit dem Hai-Auto. Ich habe zwei verschiedene Hai-Autos am Start und ich habe dabei mein Hai-Kostüm an, wo ich aber den Kopf nicht umgeklappt lasse die ganze Zeit, weil dann sehe ich ein bisschen wenig. Bevor wir jetzt aber gleich in eine Partie springen, will ich kurz einmal die Gegenstände durchgehen, denn vielleicht gibt es ja jemanden, der ein großer Hai-Fan ist und sich diesen Wagen mal nachmachen will. Deswegen gehen wir mal ganz kurz durch. Ich habe den Jäger genommen. Nicht, weil ich den Jäger besonders krass finde, weil der Jäger ist ein Auto, zu dem gibt es einen Skin, der heißt original Haifischzahn. Und um diesen Skin zu kriegen, musste ich wirklich jetzt 2 Wochen mehreren Leuten hinterherlaufen. Denn diesen Skin, den gab es quasi nicht zu handeln. Es gab nur 3 Leute, die ihn gehandelt haben. Wollten teilweise viel zu viel dafür, haben nicht geantwortet, haben gesagt, das tauschen, haben sich nicht gemeldet. Und das war sehr, 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 sehr wild, diesen Gegenstand zu kriegen. Ich habe den auch krass überbezahlt jetzt zum Ende. Aber ist egal, denn wir haben jetzt den Haifischzahn. Reifen haben wir den Reifen Haiangriff. Das ist einfach so ein Hai, der nagt da so ein bisschen rum. Ist auf jeden Fall stabil. Als Boost habe ich hier Fisch genommen. Und ich glaube, für Rot haben wir Blubberblasen genommen. Bei Blubberblasen bin ich mir unsicher. Aber Fisch ist, denke ich, solide. Das kann man auf jeden Fall nehmen. Denn Haie sind ja auch Fische im Vergleich zu Delfinen. Kleiner Hai. Fun Fact. Als Darauf-Satz haben wir hier weiße Hai, den hatte ich tatsächlich noch. Und der andere Darauf-Satz ist die Haiflosse. Es gibt einen Fischtaco. Ja, komm, fürs rote Auto packe ich den Fischtaco dran, weil ich finde, der passt ehrlich gesagt zum roten Auto. Okay, und als Torexplosion haben wir großer Spritzer. Das ist doch der Grund, warum ich mir großer Spritzer geholt habe. Und ja, der Name ist furchtbar. Big Splash ist 1000-mal besser. Aber nee, ich habe mir den großen Spritzer auch geholt. Und als Spur haben wir natürlich Haiangriff genommen. Also wir haben wirklich ein komplettes Hai-Auto. Es wird eine heitere Folge. Und falls ihr neu seid und auch Haie mögt, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Haben die Hälfte der Zuschauer gemacht. Und ihr könnt euch auch sehr gerne den Creator-Code BadeYps10 tragen, wenn ihr euch im Shop was holt. Und ich würde sagen, wir gewinnen jetzt mal direkt einfach mal alle Runden heute. Aber Leute, keine Sorge, das ist jetzt das Aufwärmspiel. Das erste Spiel, da werden wir ein bisschen brauchen. Aber danach werden wir vorankommen und alles gewinnen. Oh, der Push von ihm war aber abenteuerlich. Splash. Ist stark. Ist eine starke Torexplosion. Ja, generell, falls ihr noch andere thematische Autos habt, könntet ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich hätte mega Bock, mir ein paar zusammenzustellen. Ich habe letztens gesehen, so ein Fruchtauto kann man sich machen. Fände ich interessant. Aber nee, wenn ihr noch weitere Ideen habt, ich bin auf jeden Fall offen dafür. Und der ist ja einfach... Weiß nicht, ist einfach lustig, sich so ein dummes Auto zu machen. Jäger an sich mag ich gar nicht so sehr als Auto. Wenn du die Decke berührst, dann kriegst du halt noch einen Flip. Das ist, was ist mit meinem Timing los? Habe ich einen Lag? Nein. Hätte er nicht gemacht. Aber das war ja wild. Der eine Flip war sinnlos, weil ich hatte schon Supersonic Speed. Wenn ihr hinten die Spur seht, dann habt ihr schon die maximale Geschwindigkeit und solltet ihr keinen Flip mehr machen. Ich habe gerade noch einen Flip gemacht, das war ein Fehler. Der geht nicht, weil ich schlecht ziele. Fantastisch. Okay. Ich will jetzt aber auch nicht den Jäger die Schuld geben, der für sich schlecht spielt. Das bin alles ich. Sage ich jetzt mal dazu. Ja. Und ich liege auch nur mit einem Tor hinten. So ist es nicht. Jetzt haben wir noch massiv viel Zeit. Dass er mich noch gedreht hat, war gut. Oh, nice. Der Set hat ihn für mich. Boost, Boost, Boost. Ah, kein Boost. Ich wurde nur gebumpt. Oh, nice, nice, nice. Nice, wir sind dran, Leute. Ich habe gesagt, auf im Spiel. Leute, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, wir verlieren kein Spiel, Leute. Der Hai ist zu mächtig. Der Hai ist einfach zu krass. Was willst du tun? Er wird nur ein Tor machen und gewinnen. Ich sag's nur jetzt direkt. Oh, der macht ein Air-Drolling. Okay, das ist jetzt seine letzte Chance auf ein Tor. Wenn er den jetzt reinmacht, hat er gewonnen. Das war so unentschieden. Hat er noch einen Flip? Er hat einen Flip. Okay. Ich war mir unsicher. Das ist das Problem, wenn du die Ballkamera aus hast und nicht so richtig das Spiel verfolgst. Hätte ich die Ballkamera ange... Der hat den... Von dem Touch hat der sich noch einen Flip geholt? Du kannst einen Flip kriegen, wenn du den Deckel berührst und wenn du den Ball mit der Unterseite berührst. Der hat ihn doch kaum berührt mit der Unterseite. Wenn ich den Ball so unsauber von der Unterseite berühren würde, ich würde in 30 Jahren keinen Flip kriegen. Und der Schuss war furchtbar. Er macht einen rein, er macht einen rein. Ja, okay. Nevermind. Ah, Karma, könnte man jetzt sagen. Aber ich rede natürlich absichtlich nur so arrogant, weil es ja lustiger ist im 1 gegen 1, finde ich. Wenn man da so ein bisschen Schärfe reinbringt. Ich meine, wenn du nur 1 gegen 1 spielst und das alles nur so locker ist, so, ja, okay, jetzt machen wir das. Oh, guck mal hier.
ist irgendwie für ein Video zu langweilig. Deswegen, ich bin lieber ein bisschen zu arrogant und habe ein bisschen Fallhöhe, als einfach nur rumzugammeln. Auch das ist lächerlich. Sorry, ich habe den gebammt und da ist einfach nichts geschehen. Wer kennt nicht, wenn ein Auto hinten in die Seite rammt, dass der einfach genau das Momentum wählt. Eigentlich hätte er sich ja komplett drehen müssen, aber egal. Ich habe einen Ehrentreffer gekriegt. Ich hätte ganz gern einen Sieg gehabt im ersten Spiel mit einem Hai. Aber natürlich meine Schuld. Wer 6 Tore kassiert, der hat viele Dinge falsch gemacht. In der ersten Minute war ich ein bisschen zu kacke. Muss man auch dazu sehen. Aber gut, nächste Partie, also Fischtaco. Oh, das war dumm. Das war ja dumm. Das war ja dämlich. Der ist einfach 1 Meter gefahren und ist meinen genialen Plan ausgewichen. Ja, vielleicht hätte ich so Gas geben sollen, dass er mir nicht ausweicht, indem er sich einfach 1 Millimeter nach vorne bewegt. So viel. Aber das meine ich, guck mal, er hat mich gedreht und nach der Drehung war ich komplett raus. Sowas hätte ich gern gesehen. Als wenn du einen Gegner rammst, dass der auch wirklich weg ist. Doch. Oh. Nice, okay. Gut. Den reingemacht. Wir sind dran. Ja, das ist. Ich hätte nochmal touchen sollen. Ich hätte ihn höher machen sollen. Was mache ich? Okay. Oh, das Timing war gut für den Sprung. Der Sprung war halt einfach nur nicht gut. Aber das Timing für den Flick war im Grunde richtig. Er hat genau dann gepusht und ich habe dann eigentlich den Move gemacht. Nur der Wald. Ja, er rammt mich. Ich bin im Shadow Realm. Nur der Wald schlecht ausgeführt. Come on. Den macht er nicht gut. Okay, never mind. Ich habe in 2 Spielen nacheinander verloren, aber noch einen Buzzerbeater rausgehauen. Okay, wir sind jetzt im kompletten High-Modus. Mehr High geht nicht. Und ja, ich hoffe, wir können jetzt gewinnen. Ich sehe wenig wegen. Ich sehe wirklich weniger. Mein fischiger High-Mod ist im Weg. Okay, aber. Oh Gott. Einmal da. Wir können zu dem Boost. Wir drehen da. Oh. Einmal da. Okay. Der ist okay. Der Ball ist von der Wand. Und dann machen wir ihn rein. Achtung. Einmal. Bumm. Zweimal. Mate, es tut mir leid. Ich wollte nicht zum High werden. Es ging nicht anders. Nice. Die Störung ist gut. Gibt uns ewig Zeit. Wir können da ein bisschen oh Gott. Noch nicht so viel Zeit. Ja, ist ein Tor. Er gibt auf, oder? Er gibt auf. Sorry, ich wollte nicht zum High werden. Ja, er gibt auf. Das war's. Ging nicht anders. Ehrlicherweise ist auch schon sehr bad, die ersten 2 verloren zu haben. Nicht der beste Start für ein Video. Ich weiß. Müssen wir so hinnehmen. Und springen mal kurz. Nach 3 gegen 3. Lass uns auch spielen, bis wir gewinnen. Okay, das ist eins dieser Spiele, wo nichts passiert. Kaum sage ich, kassieren wir ein Tor. Aber es ist einfach dieser Spiele, du spielst 1000 Jahre. Es gab 4 Schüsse im gesamten Spiel. Das ist ja halt einfach langweilig so. Das ist langweilig zum Spielen, das ist langweilig zum Zusehen. Ja, schade, aber war richtig langweilig das Spiel. Sorry, war richtig langweilig. Keine Ahnung, wo der Teammate war, der hätte schon 5 Jahre vorher pushen können. Also sind beide auf einen Haufen. Er ist AFK, der eine ist AFK aus meinem Team. Deswegen war er nicht da. Fantastisch. In 3 gegen 3 hast du halt manchmal einfach Partien, wo nichts passiert. Und dann spielst du 5 Minuten, denkst du so, ja, okay, keiner versucht irgendwie was zu machen, keiner will irgendwie ein Tor machen. Die spielen den Ball alle nur sinnlos nach vorne. Gucken nicht ein einziges. Oh Gott. Gucken nicht ein einziges Mal auf ihre Teammates. Verfehlen die leichtesten Bälle aller Zeiten. Und das ist dann einfach ein bisschen frustrierend. Stehen links, um Boost zu beschwören, statt irgendwas zu machen. Der Teammate mit K kann nicht rotieren. So gar nicht. Wetten wird am Ende am meisten Punkte haben, weil der kann gar nicht rotieren. Null. Guck mal. Er rammt seinen eigenen Teammate weg. Der hat einfach gar keine Ahnung, wie er stehen muss. Durch diese Fehler muss ich und der andere Teammate halt dauernd ausgleichen und es entstehen Situationen, wo wir dumm aussehen. Das liegt aber nicht daran, dass wir halt schlecht spielen. Das liegt daran, dass er halt einfach keine Ahnung hat, wie man rotiert und einfach komplett wild auf dem Feld ist. Den jetzt hat er gut gemacht, war eine gute Vorlage. Ja, was das jetzt war, keine Ahnung. Das ist abenteuerlich. Nein, das. Okay, der andere Teammate ist ja genauso kacke. Das Problem ist halt, Spieler, die schlecht rotieren, die merken das in der Regel nicht. Weil um zu sehen, dass du schlecht rotierst,
musst du ja Selbstreflexion benutzen und dir vielleicht mal eine Wiederholung angucken. Ich habe ja den Vorteil, ich gucke mir ja quasi alle... Ich gucke mir quasi alle Wiederholungen an, weil ich die Videos halt noch schneide. Wir können trotzdem noch gewinnen. Aber... Okay, die Gegner sind aber auch Esel. Die Gegner sind... Und der Spam, was für eine Parade. Es ist einfach... Auf dem amerikanischen Server wäre das niemals passiert. Okay, zum Abschluss spielen wir mal kurz 2 gegen 2 zwanglos, um ein bisschen runterzukommen. Ein Hai muss ja auch nicht immer kämpfen. Der kann ja auch das Leben auch mal ein bisschen lockerer sehen. So. Man muss ja nicht sich immer stressen. Man kann ja auch mal einfach ein bisschen chillen, Mann. Wie oft ist der Hai am Tag? Einmal, wenn überhaupt. Deswegen, wir chillen jetzt ein bisschen. Alles entspannt, Leute. Ja, wie gesagt, wenn ihr thematische Autos habt, schreibt die mal in die Kommentare. Wäre ich sehr interessiert dran, falls ihr einen coolen Vorschlag habt. Oh, den mache ich nicht. Ich hätte schwören können, ich habe noch einen Flip gekriegt, deswegen war ich enttäuscht, gerade in der Situation. Weil mit einem Flip hätte ich ihn reingemacht, den Ball tatsächlich. Ist ja auch im Grunde, wenn du zwanglos spielst, versuchst du ja Dinge, die du sonst nicht machst im Spiel. Du kannst aber trotzdem halt ein paar Dinge ausprobieren. Der macht Danke nach Zerstörung. Was macht er nach Zerstörung? Der zweite macht auch Danke. Okay, es sind zwei Lappen einfach. Okay. Ja, mach mich kaputt. Sagt er irgendwas? Machen wir schon einen Zusammenstoß. Und gucken, was er macht. Danke. Ja. Soll ich was mit Parade so machen, wenn der jetzt reingeht? Ich mach einfach mal was mit Parade. Einfach nur aus Langeweile. Na. Ich wollte noch einen machen. Für die Hai-Welt. Einen will ich noch machen. Oh, er macht den selbst rein. Okay. Und die gehen raus. Aber gut, das war die Hai-Folge. Ich wünschte, wir hätten seltener verloren. Aber manchmal hast du halt so Sessions, wo du einfach auf den Sack kriegst. Muss man halt einfach wegstecken und trotzdem positiv bleiben. Das ist das Einzige, was man machen kann. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video. Und ja, dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.